Schönen guten Tag und herzlich willkommen auch an die Nachzügler. Gregors Gaming Gyros mit Amplitude auf der PlayStation 4. Ich darf schon vorab einmal in das Amplitude Remake, Remaster, die Neuauflage reingucken. Amplitude war eines der früheren Rhythmus-Games für die PlayStation 2 von Harmonix, den Leuten, die später Rockband gemacht haben und natürlich vorher auch an Guitar Hero gesessen haben. Amplitude hat ein bisschen was anderes gemacht, denn es steuert sich komplett per Controller und sehr schön, dass sie auch hier das violette Licht reingepackt haben. Ich habe schon ein bisschen länger Amplitude nicht mehr gezockt. Diese Variante, wenn ich mich nicht irre, wurde über Kickstarter nochmal finanziert, so dass das Spiel in der neuen Variante rauskommen kann. Es gibt sehr viele Leute, die Amplitude auch sehr gemocht haben. Zum Beispiel Kollege Wolf ist auch ein großer Fan von Amplitude gewesen zu der damaligen Zeit. Ich habe jetzt hier schon in die neue Variante reingespielt. Ich will, glaube ich, einmal... Lass mal kurz gucken, Kampagne oder nee, ich gehe einmal zurück. Ich will euch einmal zeigen, wie es funktioniert und es gibt so ein kleines Mini-Tutorial. Ich glaube, das machen wir einmal gemeinsam durch, weil es kann nämlich durchaus sein, dass ihr ansonsten nicht versteht, wie es funktioniert und ich müsste tatsächlich auch für mich ein klein wenig nochmal üben, wie es läuft. Amplitude OS active. Welcome, Sarah. Training. Preparing Nanoblaster for human trial. Okay, Nanoblaster. Also, ihr seht gleich, ich bin ein Raumschiff, was auf verschiedenen Bahnen ein bisschen ähnlich wie bei Guitar Hero und Rockband dann läuft. Aber ich muss mit diesem Raumschiff diese Bahn wechseln und mit entsprechenden Knopf drücken auf dem Gamepad. Es ist ein bisschen irritierend von dem Knopfdrücken her, weil ich muss... System Guidance. Clearing Sequences. Genau, ich muss gleich eine bestimmte Anzahl... eine bestimmte Anzahl von entsprechenden Markern treffen, die aber verteilt sind auf dieser Bahn. Schaut euch an, ich muss L1, R1 und R2 benutzen. Eigentlich so ein mittlerer Button wäre noch geil gewesen, aber ich muss es jetzt einmal so machen. Ich hoffe, dass ich da nicht zu sehr durcheinander komme. Also, da ist das Schiff. Ihr seht, R1 ist die Mitte. Ich muss also gleich den R1-Button drücken. Sequence cleared. Okay. Das haben wir. Rübergegangen mit dem Stick und L. Ups, jetzt habe ich schon falsch gemacht. Okay, warte mal. R1. Weil der mittlere Part wird mit R1 gemacht und der linke Part mit L1. Und der ganz äußere Part mit R2, da muss man erstmal mit zurechtkommen. Und man kann sich, weil eigentlich, wenn man die Spiele spielt, man baut damit einen Song. Jede der Spuren ist dann sozusagen eine Spur von dem Song, ob es die Drumline ist oder der Gesang oder der Synthesizer. Und man kann sich ein bisschen den Song so selbst zusammenbauen damit, was ganz geil ist. Clear six sequences in a continuous streak. Wechseln. Rüber. Tracks will reset in order cleared. Streak successful. Training complete. Alles klar. Approved for human trial. Was ich glaube, ganz interessant zu sehen ist nochmal die Bahn, auf denen wir uns bewegen. Das ist quasi das, was sie für Guitar Hero später mal genommen haben. Ne? Und DJ Hero wird gerade im Chat noch erwähnt. Das ist ja auch, ist es nicht auch von Harmonix? Haben sie ja auch dann mitgenommen. Also das ist alles die Basis, die die Amplitude gegeben hat. Aber in der Form wurde es eben nicht nochmal gemacht. Und das ist eigentlich ganz cool. So, lass uns mal gucken. Kampagne. Wähle Kampagne, um ein Konzeptalbum aus 15 Songs zu spielen. Wir werden jetzt hier nicht tausendfach Songs ausprobieren, sondern ich will euch ein paar zumindest zeigen. Und wenn das Spiel rauskommt in knapp 2 Wochen, werde ich es dementsprechend auch runterladen können. Aber ich glaube, ein bisschen Eindruck gewinnen, das können wir hier schon mal. Lass uns Kampagne einmal machen. Also Anfänger, Nanoblaster, Raven, aktueller Spielefortschritt. Anfänger, Veteran oder Fortgeschritten. Eigentlich bin ich relativ gut in Musik-Rhythmus-Games, aber... ich lasse es mal anfangen, weil ich komme noch mit der Steuerung durcheinander. Region 1. Prefrontal Cortex.
patient condition unknown. Okay. Ja, die Story ist anscheinend, dass man in das Gehirn eindringt und da Krankheiten raushauen muss. Also so ein bisschen Raz-Style. Es ist alles, was ich bisher gehört habe, natürlich so Elektrozeug. Ne? So Elektro mit verschiedenen Beats, mit Basslines und alles. Habe ich natürlich Bock drauf, weil ich das ganz gerne mag. Ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns oder jeder Fraus Geschmack. Und guck mal, auch hier die Continuous Streak, also alles das, was man bei Guitar Hero später gesehen hat. Hier schon seine Anfänge genommen. Okay. Lass uns bei Bass anfangen. Oh, einen verpasst. Ich muss zeitig wechseln. Auf den Synthesizer. Rüber auf Schlagzeug. Dahin, verdammt. Ah, verdammt, ey. Ich hab das Timing noch nicht so ganz rauf. We can change. Ah, falsche Taste. Ich hab L2 gedrückt. Okay, oh. Ich kann Bahnen kaputt machen. Ah, falsche Taste. Okay. Song 1 war das jetzt. Ich glaube, ich kann tatsächlich mal eine Stufe hochschalten. Ich verhaspel mich immer noch mit dem L1, R1, R2. Ich versuche ab und zu mal L2 zu drücken. Aber ich glaube, das kann ich noch einen Tacken besser. Lass mich mal ein bisschen hier. So. Wir mal fortgeschritten. Now entering
Das Timing, wann man den Kanal wechselt, ich will nur auf die mildere Spur, aber er wechselt auf mir noch ein bisschen zu schnell weg. Also ich muss mich da noch ans Timing gewöhnen. Zeig den Hardcore-Modus, den machen wir gleich nochmal. Clear boost cells to collect, then deploy when ready with the X button. So. So, ich würde übrigens empfehlen, macht lieber auf hohe Qualität den Stream, weil 60 Frames und so eine Art von Game mit vielen Farben ist nicht gerade Twitch-freundlich. Oh, jetzt habe ich es natürlich verdödelt. Vorher. Okay, es ist schon kniffliger. Das ist schon kniffliger. Okay, es wird langsam. Okay, es läuft besser. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, puh. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Vor allem mit dem Lane-Wechseln und allem. Okay, wollen wir es mal auf Hard probieren? Dann probieren wir es noch einmal auf Veteran aus. Oh, nee, warte mal, es gibt Veteran und Experte. Also zwei Schwierigkeitsgrade noch. Die probieren wir beide nochmal aus. Ich glaube, es kann sein, dass ich den jetzt hier schon versage. Und dann gucken wir mal. I wish I could see the world the way you do, Sarah. Okay.
could find a way to tell her the hold our love would be. Boah, Alter, das ist schon heftig. Okay. Ah! Okay, dafür bin ich nicht gut genug. Noch nicht gute. Oh oh. Ah. Alter, boah, ey. Okay. Okay. Probieren wir es nochmal aus. Ey, die Wechsel vor allem. Ich wechsle noch den Finger zwischen mittlere und äußere. Ey, dieses. Ah, fuck, 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 fuck. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, beides gleichzeitig. Also zwei Finger für mittel und rechts. Drei Finger also insgesamt zu benutzen. I wish I could see the world the way you do, Sarah. Okay, also. Okay. Energy diminishing. Oh, Alter, das ist zu heftig für mich. Heieieieiei. Hey Gregor, es gibt für die mittlere Reihe auch einen alternativen Knopf, glaube ich, Dreieck. Guck mal ein bisschen in der Anstellung. Okay, warte mal, wir gucken mal. Also, links, Mitte, rechts. Es gibt auch X-Dreieck, wäre es auch. Okay, mal sehen, was wäre besser? Sollte ich das Dreieck dafür nehmen? Seriensuche, ich kann auch das Steuer... Ah, vielleicht sollte ich auch das... Ich nehme den Analogstick gerade zum Lane wechseln. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen weiter weg als das Steuerkreuz. Boost aktivieren, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay, ich probiere es mal mit dem Dreieck nochmal. Einmal will ich es noch probieren. Aber es ist eben... Es ist eine neue Steuerung. Es ist das Üben. Es ist die Übung, die dazu kommen muss. I wish I could see the world the way you do, Sarah. Oh, das, da komme ich ja noch viel durch. Ich jetzt versuche ich an das Dreieck zu denken. Ich komme ja noch viel mehr durcheinander. So, nochmal. Alter. Viereck, Dreieck, Kreis. Viereck, Dreieck, Kreis stattdessen. Ja, aber ich weiß nicht. Da benutze ich ja nur einen Daumen, um alle zu drücken. Ich habe lieber die Finger schon drauf. Okay. Ach, geiler wäre es, wenn es dann nur zwei wäre. Dann ist hier Steuerkreuz und Knöpfe. Okay, lass nochmal. Okay, also. L1, Dreieck, R2. Es wird nicht besser im Moment. Ah, nee, Veteran ist ein bisschen... ist too much für mich. Ich glaube, ich muss mich erstmal über Fortgeschritten
dann da dran wagen. Veteran ist too much und Experte würde ich wahrscheinlich sofort explodieren im Moment. Okay, ich will zumindest diesen Song noch schaffen. Wir machen den ein letztes Mal und das war's dann. Ey, man fühlt sich immer so unfähig bei einem neuen Musikspiel, wo man die Steuerung noch nicht drauf hat. Eigentlich müsste ich mir den Beats hinbekommen. Sollte eigentlich zu schaffen sein. Puff. Benden. Wollt ihr einen letzten Song noch oder wollen wir zu Super Mario rübergehen? Aber wenn wir jetzt im Flow drin sind, ey, ich muss da echt wirklich reinkommen. Aber ich habe Guitar Hero ja auch nicht an einem Tag gelernt. Sondern es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, machen wir noch einen, komm. Wir haben es fast durch. Warning. Streak through barriers to avoid damage. Das habe ich schon drauf gedrückt. Jetzt machen wir es fertig. So. Sterilize the injection point. Nanotech serum has entered your bloodstream. I don't like this.
through barriers. Jetzt wird der Monitor gerade größer und kleiner. Wie als wenn man zu viel Guitar Hero gespielt hat. Okay, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Präfrontaler Cortex. Alright. Ich habe mehrere Sachen unlocked. Ich habe es jetzt bis hierhin geschafft, wie schon erwähnt, ich werde mich nochmal hinsetzen müssen und da mal in Ruhe ein bisschen üben müssen. Aber ich habe das Original Amplitude durchaus mal gern gespielt. Ich muss meine Skills eben wieder ein bisschen aufmachen und ja, ich werde das vielleicht das alte nochmal zum Vergleich mal reintun. Also jetzt nicht hier on air oder jetzt, dass wir es dann probieren können, aber einfach damit ich den eigenen Vergleich habe. Wenn ihr es selber spielen wollt in Bälde, der 5. Januar, ich glaube 5. Januar müsste das offizielle Release-Datum sein, ab dann gibt es das Ding auch offiziell zum Download. Ansonsten aber, ja, hat es mir Spaß gemacht, das nochmal auszuprobieren und ein etwas anderes Musik-Rhythmus-Game hier nochmal mitzunehmen.